It's a growing global security problem. We can predict with absolute certainty that millions of people will be climate refugees in the future, climate migrants in the future, because of the impacts of climate change. Die Menschen sind in ihren Existenzen betroffen. Wir grasen auf einen Super-GAU zu, aber niemand sieht diesen Elephant in the Room. Ich bin kein Doktor oder Politiker. Ich heiße Axel, bin ein ganz normaler junger Mann und hatte lange Zeit keine Ahnung, was der Klimawandel überhaupt ist. Bis ich nach dem Abitur durch Asien gereist bin. Neben dem guten Essen hat mich vor allem die Herzlichkeit der Menschen begeistert. Ich wurde stets gut umsorgt, durfte wahre Lebenslust kennenlernen und vor allem die Zeit und der Austausch mit den Einheimischen waren außergewöhnlich. Es wäre aber gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nur schöne Erfahrungen gemacht habe. Ich habe zum ersten Mal Klimaflüchtlinge getroffen und erfahren, dass es in den nächsten 30 Jahren ca. 140 Millionen davon geben soll. Menschen, die auch nach Europa kommen wollen. Wo diese Menschen herkommen werden? Aus Ländern wie Bangladesch. Betroffenen landen meist an Orten wie diesen. Now we are in Coral Slum, is the largest, one of the largest slum in Bangladesh. There is living more than 50,000 people. More than 50,000 people are living here. Right. Just here. Just here. More than 50,000. And the total area is 100 acre. So basically, every family get only 80 square feet to live. Zusammen mit einem meiner besten Freunde, der gleichzeitig auch Kameramann ist, reise ich nach Bangladesch, um die Geschichte dieser Menschen zu erzählen und herauszufinden, wie wir das Ganze lösen können. Wir begeben uns in die Slums der Hauptstadt und, obwohl es sehr düster aussieht und man kaum Luft zum Atmen hat, werden wir mit sehr viel Freundlichkeit begrüßt. Glücklicherweise erklären sich einige in den Slums bereit, mit mir zu reden und ihre Erfahrungen mit dem Klimawandel zu teilen. Ich darf Asma kennenlernen, die zusammen mit ihren zwei Kindern in einem 7 Quadratmeter großen Haus lebt. Aber dekha ja 10 boshoro thaka ja ei nei to bari korchi eta mati muti kaitte ajka 5-6 boshor choltase oi jagar theke ai sei jaga amar jibone ami mone kori jototuk bujman hoyechi ar ki tarpor theke mone 5-6 bar hoye geche eta to bhoy pai sara khon din je bable andhokar hoye jay tokhoni to bhoy lage je tiner gor patla gor egula bhaj deya korchi kon shomoy batashe jan uraya phalai dey eta ekta bhoy lage na onek shomoy nije nije kannao kori je ঘরটা না থাকলে থাকবো কোন জায়গায় কাজ টাজ কইরা বাচ্চা দিয়ে নিয়া অনেক কষ্ট লাগে তখন Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum verlieren die Menschen ihr Zuhause? Um das herauszufinden, treffe ich mich mit verschiedenen Klimawissenschaftlern und Organisationen.
Eine davon ist die Non-Profit-Organisation Mati Bangladesh, die genau diesen Menschen hilft. Es ist so, dass die durch die Meeresspiegel, wir würden das Land verlieren in absehbarer Zeit. Und es ist teilweise jetzt schon, dass die viele Migrationen nach Norden kommen. Zum Beispiel Dhaka hat pro Tag fast 2000 Leute, die reinkommen, neue dazukommen. We call it internal displacement because it's within the country. There are a few instances where some of the people from southwest Bangladesh have migrated to bordering India. Those are not temporary migration because some of them have been migrated, are already migrated for three decades. So more and more people will migrate? More people are migrating. If you think of today, I'm sure few hundreds of people are migrating. You can say it. Yeah. We have evidences for that. Keine Weltuntergangspropheten, sondern die Weltbank spricht von ca. 140 Millionen Klimaflüchtlingen in den nächsten 30 Jahren. Das entspricht 17 Mal der Einwohnerzahl Österreichs. Mir machen die Zahlen ehrlich gesagt zu schaffen. Europa ist mit weit weniger Flüchtlingen schon mehr als überfordert gewesen. Wie soll man dann das stemmen? Um die Tragweite besser zu verstehen, treffe ich den Direktor des Internationalen Zentrums für Klimawandel, Dr. Salemul Huk. Moin. Bangladesh is one of the most climate vulnerable countries in the world. It's also a relatively poor country, although we're making progress. And it's highly densely populated. We have well over 160 million people living in less than 150,000 square kilometers, which means our average density is well over 1,000 people per square kilometer, which is the UN definition of a city. And that's the whole country. Dhaka city itself, which is the major capital and the biggest city in the country, is the fastest growing megacity in the world. It's currently around 16 plus million people. With climate change, what we are anticipating is in the order of maybe another 10 million people, mainly from low-lying coastal parts of Bangladesh, which are going to be suffering from sea level rise and salinity intrusion, may have to leave. And if we don't make provisions for that, they will almost all end up in Dhaka city. Mir wird eine Sache sehr schnell bewusst. Die Menschen hier haben einen ganz anderen Bezug zum Klimawandel als wir in Europa. Durch die Klimaänderung verschlimmern sich die Umstände hier von Tag zu Tag. Mehr Krankheiten, mehr Extremwetterereignisse und mehr Menschen, die ihr Zuhause aufgeben müssen. Durch den Anstieg des Meeresspiegels wird das Grundwasser so salzig, dass man es einfach nicht mehr trinken kann. That's ridiculous. I mean, that's not justice. It's everywhere around water around them, but they cannot drink them. And if you have had an opportunity to talk with women, they are finding all sorts of health problems, especially the pregnant women. They are having preeclampsia, hypertension, during pregnancy. They are men, boys, girls, women. Everybody is having different sorts of skin diseases. And if you have had talked with them, many of the women, although it's changed a little bit because of other things, they have to spend like 3-4 hours of a day to fetch water. Deswegen fliehen immer mehr Menschen in die Städte. Allein in den letzten 8 Jahren hat sich die Einwohnerzahl Dhakas von 8 Millionen auf ca. 16 Millionen verdoppelt. A few tens of thousands are arriving every day in Dhaka city, and they'll get more. With climate change, we will see many more. Die meisten Flüchtenden hier wollen ihre Heimat gar nicht verlassen. Sie werden vielmehr von den Umständen dazu gezwungen.
Ihnen bleibt schlichtweg keine Wahl, wenn Sie Nahrung, Wasser und Arbeit finden wollen. The Bangladesh coastal area is extremely low-lying. It's already suffering from salinity intrusion because of sea level rise. People are having to drink saline water. So the main issue right now is drinking water. Then it goes to agriculture and affecting agriculture with salinity in the water. The water is becoming more salty. And in response, Bangladeshi scientists have produced quite a few varieties of rice, which are more salt-tolerant varieties of rice. But there is a limit to how much we can do. Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihr Zuhause verlieren, gibt es aber nicht nur in Bangladesch. Weltweit mussten allein im Jahr 2017 18 Millionen Menschen aufgrund von Extremwetterereignissen migrieren. Die Betroffenen gibt es jetzt schon. Wir sehen sie nur noch nicht in Europa. Central America is being affected by climate change. People are not able to find jobs and food, so they're migrating. They go to Mexico, they go to the United States. Similarly, in the Sahel in Africa, they go to try and cross the Mediterranean into Europe. So you can definitely say that in many parts of the world which are very climate vulnerable, things will get worse and people will be forced to move out. And they will be forced to move across borders into other countries, and other countries will have to find ways to deal with them. So it's a growing global security problem. We can predict with absolute certainty that millions of people will be climate refugees in the future, climate migrants in the future, because of the impacts of climate change. The rest of the world is in a very different place. They haven't realized the magnitude of the problem. The children have. Greta Thunberg and her kids, they have. They're the ones demonstrating on the street saying, what the fuck are you doing, you adults of this world? You put the world on fire and we are going to have to inherit it. They realize the problem, but the adults don't. They don't want to see, you know, they don't like to see bad things. Right? So people don't like to accept that they are part of the problem. Lifestyles are part of the problem. The way we eat food, do things is part of the problem. We have to change. Vor und nach meiner Reise spreche ich auch mit europäischen Klimawissenschaftlern und Aktivisten, um mehr über den Klimawandel zu lernen. Ich erfahre von einer der bekanntesten Aktivistinnen, ein 16-jähriges Mädchen aus Schweden. My name is Greta Thunberg. I am a climate activist from Sweden. We need to change the way we treat the climate crisis. We need to change the way we speak about the climate crisis. And we need to call it what it is, an emergency. I am certain that most of us in here today are generally aware of the situation. But my number one experience during these last 9 months is that people in general have no clue. So ging es mir auch. Ich hatte lange einfach keine Ahnung von Klimaflüchtlingen, dem Klimawandel und den Folgen. Das will ich ändern. Ich will wissen, was der Unterschied zwischen einem Klima- und Umweltflüchtling ist. Ich will wissen, was der Klimawandel auch jetzt schon hier bei uns in Europa anrichtet. Und am wichtigsten, ich will wissen, was wir dagegen tun können. Im rechtlichen Sinne gibt es eigentlich beide nicht, weder den Umwelt- noch den Klimaflüchtling. Denn Menschen, die unter das Mandat der Genfer Flüchtlingskonvention fallen, sind jene, die verfolgt werden aufgrund ihrer politischen Einstellung, Rasse, Religion oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Da gehören Klimawandel oder Umweltfolgen nicht dazu. Das heißt, es besteht kein Schutzanspruch. Was Zahlen angeht, kann man aber konkret sagen, was sozusagen in der Vergangenheit passiert ist. Also das Internal Displacement Monitoring Center schaut sich an, wie viele Menschen durch zum Beispiel Extremwetterereignisse vertrieben werden und bringt belastbare Zahlen vor, die zum Beispiel im Jahr 2017 so ausfallen, dass 18 Millionen Menschen weltweit vertrieben wurden durch wetterbedingte
Naturkatastrophen oder Extremwetterereignisse. Gegenüber dem Durchschnitt 1960 bis 1990 haben wir statt 3 jetzt im Schnitt 10 Tropentage, also Tage mit Temperaturen über 30 Grad konstant. Und wir haben auch wesentlich mehr Tropennächte, also Nächte mit Temperaturen über 20 Grad. In den letzten 10 Jahren haben wir die 7 Jahre mit den höchsten Temperaturen seit Wetteraufzeichnung 1880 gehabt. Man hat gesehen, dass in Österreich die Temperaturänderung wesentlich stärker war als im globalen Mittel, ungefähr doppelt so stark. Das ist über 1 Grad, besonders auf den Bergen ist die Temperatur sehr stark gestiegen. Und da sieht man die Auswirkungen zum Beispiel an den Gletschern. Die Gletscher in Österreich haben bereits sehr viel von ihrer Masse verloren. Und bis zum Ende des Jahrhunderts werden die Gletscher bis auf einzelne kleinere Reste vollkommen verschwinden. Das heißt, das, was man jetzt noch als große Massen sieht, das wird Pasterze, wird man in einem kleinen Rest noch vorhanden sein. Das sind Änderungen, die den Tourismus betreffen, aber nicht die meisten Menschen unmittelbar. Was man gemerkt hat in den Städten, sind die Hitzewellen. Die Hitzewellen sind in den letzten Jahren deutlich massiver geworden, haben länger gedauert. Und das, was wir heuer in diesem Sommer erlebt haben, wird in Zukunft ein eher kühlerer Sommer sein. Das wird nicht das Extrem sein, das man im Jahr 2050, 2060 dann erwarten wird. Seit Beginn der Industrialisierung ist die Durchschnittstemperatur in vielen Teilen der Welt außerordentlich schnell gestiegen. Das liegt daran, dass wir Menschen immer mehr Treibhausgase ausstoßen. Ich dachte immer, dass die vielen Dieselfahrzeuge und Flugzeuge hauptverantwortlich für den Klimawandel sind. Doch das ist falsch. Die Landwirtschaft liegt bei den Verursachern von Treibhausgasen ganz vorne. Aufzeichnungen der Vereinten Nationen zeigen, dass der Landwirtschaftssektor mehr Treibhausgase ausstößt als der gesamte Verkehrssektor. Also mehr als alle PKWs, Busse, Flugzeuge, Züge und Schiffe zusammen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Viehwirtschaft enorme Mengen des Treibhausgases Methan produziert. Es gibt eine Abstufung. Wir haben das CO2 mit einer definierten Klimawirkung. Das Methan hat etwa eine 25-fache Treibhauswirkung. Das heißt, eine Tonne Methanemission entspricht 25 Tonnen CO2-Emissionen. Wir haben das Stickstoffoxid mit einer Wirkung, die ist etwa 280-fach. Also sprich, eine Tonne Stickstoffoxid entspricht 280 Tonnen CO2. Bei Methan haben wir eindeutig die Landwirtschaft als sehr starken Emittent. Bei dem Stickstoffoxid ist das hauptsächlich auch durch die Stickstoffdüngerausbringung bedingt, dass eben Stickstoff, sobald der von Mikroorganismen dann entsprechend umgesetzt wird, ist damit verbunden, dass dieses Stickstoffoxid entsteht. Die Landwirtschaft ist sich dessen auch bewusst, dass natürlich die Landwirtschaft selbst auch Emittent ist. Das heißt, wir haben einerseits die Thematik, wie viel CO2 stoßen wir aus oder wie sind unsere Bilanzen letztendlich in der Produktion. Und da weiß man, dass man vor allem im tierischen Bereich einen sehr hohen Input hat, sozusagen zum Fleisch letztendlich zu kommen. Auf der anderen Seite natürlich Fleisch auch einen sehr hohen Energiewert in der Ernährung ja darstellt für den Menschen. Dieser Energiewert hat aber seinen Preis. Und den Preis bezahlen nicht wir, sondern die Entwicklungsländer. Bangladesch beispielsweise ist nicht mal für 0,5% aller Treibhausgase dieser Welt verantwortlich. Die Auswirkungen hier sind aber deutlich stärker zu spüren als in den Ländern, die das ganze Problem verursachen. Shahib, ein Mitarbeiter der Organisation MATI, hat uns zu den Küstenregionen mitgenommen, die zwar wunderschön sind, aber immer weniger bewohnbar werden. Like as you can see, this area, previously here it was mosque and a local community. And suddenly, because of a river erosion, one day, there's nothing. Like 1 week we came from Mymensingh to this area, and the next week when we were going back, we saw there's empty, total place is empty. The mosque fall into the river, the people who lived here, they moved their small houses from this place to another place. Maybe this year they are going to lose this school area. You can see the building in the edge of the riverbank. So it can happen anytime. Maybe one day they will wake up and there is nothing. Because this is the only school for this whole surrounding village area. And also this one used as a shelter house. So there is no possibilities, like it's going to be stay here
for 1 or 2 years or for one day. Nobody knows that. Statt vor dem Problem wegzurennen, stellt man sich hier den Herausforderungen. Was mich enorm überrascht hat, ist, dass selbst in der Schule über den Klimawandel gesprochen wird. Kinder lernen hier von klein auf, wie wichtig das Thema ist. Einmal die Woche treffen sich die Menschen hier, um Neues über den Klimawandel zu lernen. Sie bereiten sich auf Sturmfluten und Monsune vor und überlegen, wie man sich dann am besten verhält. Geleitet wird das Ganze von freiwilligen Lehrern und Lehrerinnen. Eine davon, Piara. বন্যার সময় আমাদের অনেক সমস্যা হয়। বন্যার দিন আসলে বন্যার সময় পানি অথই হয়ে যায়। বাড়ির বিটে বিটে প্রায় বাড়ির ঘরের কাছেও পানি উঠা পড়ে। এই সময় আমাদের রান্না বান্নার খাওয়ার সমস্যা হয়, বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার সমস্যা হয়, তারপরে একটা অসুস্থ রুগী মানে অসুস্থ হইলে হাসপাতালে নেওয়া কিংবা ডাক্তারের কাছে নেওয়া সমস্যা হয়। তারপরে আমরা একজনের মানে একটা কোনো বিপদ ঘটলে আরেকজনের কাছে যে যাবো এরকম কোনো পরিস্থিতি আঙ্গর থাকে না, মানে খুব সমস্যা হয় পরিবেশে নিয়ে এই অনাবৃষ্টি মানে জলবায়ুর কারণে তো অনাবৃষ্টিটা হইতেছে। এই অনাবৃষ্টি অনাবৃষ্টির কারণে মানে খরা যেমন ফসল নষ্ট হইতেছে, তারপরে আবার দেশমকালে বৃষ্টির দরকার নাই ওসম প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে, শীতকালে প্রচুর বৃষ্টি পড়তে কুয়াশা পড়তেছে, গরমে খুব তাপ। এই 10-12 এই 5-6 বছর ধরে আর কি 10-12 আমার বুঝমান হওয়ার পরে তাই এটা দিন দিন বাড়তেছে। আমি দেখতেছি এই গাই খরার লেগিয়া মানে অনাবৃষ্টির লেগিয়া ফসল খুব মরা যেতেছে, আমার ঘরে ফসল যা করছে ওগুলো মারা যেতেছে পানি বের করে, সেচ দিয়ে পানি দেওয়া হইতেছে কিন্তু ওগুলো তো আর রোদ্রে টেনে নিতেছে, এগুলো তো আর ফসলে ঢুকতেছে না। Fluten und Monsune gab es schon immer in Bangladesch. Durch den Klimawandel werden sie aber immer häufiger und stärker. Wenn die Flut kommt, dann müssen die Menschen hier in höher gelegenen Regionen Zuflucht suchen. Sie verlieren meist nicht nur ihr Zuhause, sondern ihr gesamtes Hab und Gut. Most of the time, like 6 months, if it's heavy rain, it's actually go underwater. And it's a huge land you can see. So this whole area is covered in water. Whole area. Even sometimes the houses. Yeah, even sometimes the houses also underwater. And they have to move somewhere else. When they come back when the water is there? Yeah, when the water is gone, they come back and sometimes the water takes away their all belongings also. Because we have some members over there, they lost everything they have. That river, it was farther, far away at the time. It's currently coming towards this side. And the land they have currently, it's all, also it's taking away. So when the flood comes, they take all the animals, everything and just... Yeah, they have to go to shelter house, like a school or somewhere. They can actually, it's a high like, land area. And even in this side, one of the biggest problems is the sanitation problem. Like they can build a proper toilet even, because the water go, the toilet go underwater sometimes. Nur 10 Minuten später durfte ich selbst erfahren, was es heißt, dem Wetter ausgesetzt zu sein. Es fing so stark an zu regnen, dass die Wege unbefahrbar wurden. Glücklicherweise wurden wir in einer Hütte eines Einheimischen willkommen geheißen. So actually we are actually lucky that today the storm was only the rain, because this area is very much hail storm prone area. And like in last couple of years, we saw that the amount of hail is coming, you know, falling down from the sky in this area. This amount is so huge that in my whole life span, I didn't saw that this is possible. So, and this area is also vulnerable because this is the, because of these hails, they actually lost many agricultural products and the thing they actually grow in their field. Are we going back home? I think we'll have to stay tonight. No joke. No. The people are very friendly. Maybe they'll allow us to stay here. Wie
Während meiner Recherche fand ich heraus, dass diese Extremwetterereignisse nicht nur in Bangladesch immer stärker und unvorhersehbarer werden, sondern auch hier in Europa. Allein die Zahl der Überschwemmungen bei uns hat sich in den vergangenen 50 Jahren nahezu verdoppelt. Wir haben eine deutliche Zunahme an Extremereignissen, ob das jetzt Starkregenereignisse sind oder Hitzewellen. Wir hatten zum Beispiel in Deutschland in den letzten 15 Jahren 3 Jahrhunderthochwässer. Wir hatten letztes Jahr einen sehr trockenen Sommer. Die Grundwasserspiegel sind abgesunken. Die Grundwasserspeicher sind mehr als reduziert. Sie sind leer quasi. Und sie werden dann gerade in Regionen, wo weniger Niederschläge sind, ist der Grundwasserspiegel nicht aufgefüllt worden. Sprich, wir haben ein Grundwasserdefizit, was dann nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Wälder beeinflusst. Und dieses Phänomen der stärkeren, ich sage jetzt mal, Austrocknung, der Dürreperioden, der Hitzewellen und der Beeinträchtigung vor allem der Landwirtschaft spielt eine maßgebliche Rolle und wird sich bis 2100 noch deutlich verstärken. Die immer heißeren Sommer sorgen für Wassermangel und Rekordbrände. Nur in Europa gab es 2017 über 800.000 Waldbrände. Es war so heiß in den letzten Jahren, dass Länder wie Schweden und Deutschland teilweise den Wassernotstand ausgerufen haben. Ich wollte wissen, wie wir Wasser sparen können, damit solchen Notständen entgegengewirkt werden kann. Ich finde heraus, dass über 70% des weltweiten Wasserverbrauchs auf die Landwirtschaft zurückzuführen ist. 20% wird von der Industrie verbraucht und nur 10% sind auf unsere privaten Haushalte zurückzuführen. Um beispielsweise 1 Kilogramm Fleisch herzustellen, braucht man 15.000 Liter Wasser, was 100 gefüllten Badewannen entspricht. Allein für ein Steak braucht man etwa 4.000 Liter Wasser, damit könnte man 4 Monate duschen. Die UNESCO spricht davon, dass bei gleichbleibendem Wasserkonsum bis 2050 mehr als 5 Milliarden Menschen unter Wassermangel leiden würden. Aber nicht nur Trinkwasser ist ein Problem, sondern auch die Versorgung mit Fisch. Ich besuche mit Shahib die Küstenregion Bangladeschs, wo Menschen kaum noch Fisch finden. Their food culture is totally depending on fish actually in this area because as you know like no crops growing here properly so they have to have something with rice so the main thing is to having a fish when I talked with them I asked did you get the fish you used to get previously they said no now its amount is very less because it's more dry it's more dry yeah it's more dry and the river you know the flowing is changing mm-hmm. and also the water quality is changing day by day. The fish are not staying here. Nach 3 Wochen in Bangladesch ist mir jetzt mehr als bewusst, dass der Klimawandel keine Zukunftsmusik mehr ist. Menschen spüren die Folgen des Klimawandels hier täglich und mit den immer stärker werdenden Klimaveränderungen wird das zunehmen. Wenn ich mir nur eine Sache von den Menschen in Bangladesch abschauen darf, dann ist es der Optimismus. Trotz aller Umstände bleiben die Menschen hier positiv und kümmern sich um die Herausforderung. Sie machen ihre Augen auf. Und genau das will ich jetzt auch tun. Die Frage, die ich mir also stelle, ist, welchen Beitrag kann jeder Einzelne von uns leisten? Was kann jeder Einzelne von uns tun, um den Klimawandel am effektivsten zu stoppen? Ich recherchiere und frage bei Umweltorganisationen nach, um genau das herauszufinden. Ich erfahre, dass der Regenwald einer der wichtigsten Klimaschützer ist und einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie sich die Temperaturen in den nächsten Jahren verändern werden. Unsere Regenwälder sind riesige Wasserspeicher. Sie schützen vor Dürrekatastrophen, ein Großteil der Medikamente haben ihren Ursprung dort und mehr als die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten leben in den Regenwäldern unserer Erde. Wälder sind ja grundsätzlich die Lebensgrundlage unseres Planeten. Sie regulieren das Klima, sie produzieren Sauerstoff und was eben sehr essentiell ist, sie sind extrem wichtig für den Klimaschutz. Die Wälder sind ein extrem wichtiger Zwischenspeicher für Kohlenstoff.
Sie nehmen sehr viel CO2 aus der Atmosphäre auf. Sie machen das mit der Sonnenenergie. Es ist eine sehr elegante Form, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre rauszunehmen. Wenn die Wälder aber gerodet werden und dieser Kohlenstoff in die Atmosphäre kommt, dann ist es klimaschädliches CO2 und das heizt die Klimaerhitzung nur weiter an. Der größte Grund sind Rinderfarmen, für die Regenwälder im Amazonas-Regenwald tatsächlich gerodet werden. Und das wird dann für Tierfutter eingesetzt? Also die Rinderfarmen sind für Rinder, ist einfach für die Viehzucht. Sehr viel Fleisch wird aus dem Amazonas-Regenwald exportiert in andere Länder. Gleichzeitig aber geht es um Soja beispielsweise. Die meisten Leute wissen aber gar nicht, dass der Großteil des Sojas, das angebaut wird, also für das der Regenwald abgeholzt wird, ja eigentlich Futtermittel für die Massentierhaltung ist, also um tierische Produkte zu produzieren. Also das ist auch ein riesengroßer Unterschied, wie viel Soja eigentlich angebaut wird für Tiere, im Gegenzug zu wie viel für Veganer oder Leute, die sich halt pflanzlich ernähren, angebaut wird. Und wenn ich mir jetzt die Produkte anschaue in Österreich, hier, wenn ich jetzt Sojamilch kaufe oder Tofu, dann ist das halt Soja aus Österreich und nicht aus dem Amazonas. Tatsächlich sind es die größten Regenwälder auf unserem Planeten, wo die meisten Waldflächen auch zerstört werden. Aktuell im Amazonas-Regenwald. Dort wurde in einem Jahr eine Fläche von rund 8000 Quadratkilometer zerstört. Das entspricht ungefähr einer Fläche 19 Mal so groß wie Wien. Auch in Indonesien geht eine große Fläche jedes Jahr verloren. Seit 1990 hat der indonesische Regenwald rund ein Viertel seiner Fläche verloren. Das entspricht ungefähr einer Größe 4-mal so groß wie Österreich. Das heißt, wenn wir etwas bewegen wollen, dann können wir genau hier anfangen und die Lunge unseres Planeten am Leben erhalten. Nicht nur unsere Regenwälder speichern große Mengen an CO2, sondern auch die Meere. Sie sind enorm wichtig für das Klima. Ähnlich wie beim Regenwald stößt man aber auch hier auf eine besorgniserregende Situation. Der Zustand unserer Meere ist in der Krise. Es kommt zu einer Erwärmung der Meere, die sich ungleich verteilt. Korallenriffe zeigen jetzt schon ganz starke Auswirkungen der Klimaerwärmung und auch der Ozeanversäuerung. Sie bleichen viel öfter und bei dieser Korallenbleiche droht das ganze Riff abzusterben, wenn das zu stark oder zu häufig ist. Und von Korallenriffen hängen nicht nur 900.000 Arten ab, sondern auch sehr, sehr viele Menschen. Wir gehen von ungefähr 10% der Weltbevölkerung aus. Ohne diese bunten Korallenriffe gibt es keine Fische. Durch die steigenden Temperaturen drohen diese Riffe aber zu sterben und fangen an zu bleichen. In den vergangenen Jahren kam es zur größten Korallenbleiche, die jemals beobachtet wurde. Dabei bleichten 90% des größten Riffes dieser Welt. Mehr als die Hälfte aller Riffareale gelten durch Überfischung und Verschmutzung als gefährdet. Wir fischen mehr aus den Meeren raus, als auf natürliche Art und Weise nachwachsen kann. Das heißt, 90% der globalen Speisefischbestände sind schon bis an die Grenze gefischt oder überfischt. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2047 tatsächlich alle Speisefischarten bis an die Grenze genutzt werden könnten. Was wären die Folgen davon? Die Folgen wären davon, dass tatsächlich unsere Meere aus dem Gleichgewicht geraten würden. Denn alles, was in den Meeren passiert, hängt natürlich zusammen. Das sind einzigartige Ökosysteme und das wäre tatsächlich fatal für unsere Meere. Wir haben in Österreich zum Beispiel extreme schlechte Versorgung oder eine niedrige Versorgungssituation im Bereich Fisch. Also in Österreich ist, wenn man es hochrechnet, auf den Jahresbedarf, obwohl wir viele Fließgewässer und Seen und dergleichen haben, ist am 16. Jänner eines Jahres ist sozusagen der österreichische Bedarf an Fisch aufgegessen. Das heißt, das ganze restliche Jahr essen wir hochgerechnet importierten Fisch. Wenn wir in den Supermarkt schauen, da gibt es natürlich auch oft Gütesiegel, die sagen nachhaltiger Fisch, wie zum Beispiel MSC. Aber da sind die Kriterien extrem schwach. Das heißt, es gibt kein Gütesiegel, das nachhaltigen Meeresfisch garantieren kann. Zum Beispiel ist Beifang beim MSC kein Ausschlusskriterium und jährlich sterben rund 300.000 Meerestiere als Beifang.
Wenn industriell gefischt wird, dann fängt man pro 1 Kilogramm Fisch auch 5 Kilogramm Beifang. Das sind jährlich 500.000 Robben, mehrere Millionen Haie, rund 300.000 Wale und Delfine. Um dem entgegenzuwirken, haben Wissenschaftler Fangquoten entwickelt und festgesetzt. Fangquoten sind ja die Fangmengen, die im Jahr von der Fischerei gefangen werden. Und die werden jährlich tatsächlich immer neu festgelegt. Und das passiert durch einen politischen Prozess, der mit den wissenschaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung beginnt und im Fischereirat sozusagen endet. Und in den letzten Jahren war es immer so, dass sehr, sehr viele Fangquoten zu hoch angesetzt werden und wissenschaftliche Empfehlungen ignoriert wurden. Die Wissenschaftler machen jedes Jahr wissenschaftliche Fangfahrten. Dies war diesen Winter im Dezember auch wieder der Fall und die Fangnetze blieben weitestgehend leer. Jedes Jahr werden hunderte Milliarden Fische aus den Weltmeeren gezogen. Dazu kommen über 100 Milliarden Fische von Fischfarmen. Bei Greenpeace erfahre ich, dass diese extreme Art der Fischerei vor allem die Menschen in Entwicklungsländern wie Bangladesch treffen wird. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden unsere Meere tatsächlich aus dem Gleichgewicht geraten. Einerseits für Millionen von Menschen weltweit, für die die Meere die Lebensgrundlage sind, wäre das eine Katastrophe und sie würden ihre Lebensgrundlage verlieren. Meerestiere würden ihren Lebensraum quasi verlieren, könnten sich nicht mehr ernähren in den Meeren. Und aber auch essentiell, Meere sind natürlich auch für den Klimaschutz wichtig, weil sie auch Kohlenstoff speichern. Oder man sieht sich zum Beispiel die Arktis an, die gilt als Kühlschrank unseres Planeten. Aber wenn dort das Eis schmilzt, dann absorbiert das dunkle Meereswasser die Energie des Sonnenlichts und das heizt die Klimaerhitzung weiter an. Das heißt, auch der Meeresschutz ist wichtig für den Klimaschutz. Der größte Teil der Klimawissenschaftler und auch Umweltorganisationen sehen also die Umstellung unserer Ernährung als einen der effektivsten Wege, den Klimawandel zu stoppen. Aber was macht das mit unserer Gesundheit? Wird man als Vegetarier oder sogar als Veganer mit allen Nährstoffen versorgt? Selbst die größeren Fachgesellschaften wie die Academy of Nutrition and Dietetics sagt seit 2003 bis heute, dass eine gut geplante vegetarische inklusive einer veganen Ernährung im Vergleich zu einer westlichen Mischkost mit gesundheitlichen Vorteilen einhergeht. Das heißt, wir haben eine Krankheitsprävention und eine geringere Rate an vielen chronisch degenerativen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, gewisse kanzerogene Erkrankungen und im Schnitt in den Studien weniger Übergewicht in der Gruppe der vegetarisch-vegan lebenden Menschen. Das heißt, im Optimalfall ernähre ich mich eben mit mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchten, insgesamt mehr Pflanzen und kann dadurch einen Großteil der chronischen Erkrankungen vermeiden. Oder sollte ich die Krankheiten schon haben, kann ich die optimal behandeln, vielleicht sogar rückgängig machen. Man wird von jeder einzelnen Fachgesellschaft hören, essen Sie mehr pflanzliche Produkte, reduzieren Sie die Menge an tierischen Produkten. Keiner wird sagen, streichen Sie es völlig, aber reduzieren Sie die Menge an tierischen Produkten, denn das Fettsäurespektrum von Pflanzen ist in den meisten Fällen besser. Die meisten pflanzlichen Proteinträger kommen nicht nur mit Proteinen, sondern mit Ballaststoffen, mit sekundären Pflanzenstoffen und sind damit als Gesamtpaket einfach wesentlich sinnvoller. Und dass es zufällig auch noch ökologisch und ethisch sinnvoller ist, macht das ganze Paket doch nur noch besser. Vergleicht man vegane Ernährung mit einer mischköstlichen Ernährungsweise, dann sieht man Folgendes. Für vegane Ernährung benötigt man 1/7 der Landfläche jährlich. Vegan verbraucht man täglich fast 7000 Liter weniger Wasser, man stößt nur 1/3 der Treibhausgase aus und ein Veganer ist im Schnitt jährlich 150 Tiere weniger. Und darum ist eine Ernährungsgewohnheit, wie wir sie haben, die überdacht werden muss. Und wenn man sagt, wie viel Fleisch muss ich essen, wie viel Rindfleisch muss ich essen? Und wenn das reduziert werden kann, wenn Ernährungsgewohnheiten sich ändern, öfters vegetarisch zu essen, kann ein sehr starker Beitrag sein, Klimaänderung zu reduzieren. Es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten. Die schlechten: Der Klimawandel ist jetzt schon für Riesenleid auf dieser Welt verantwortlich. Familien verlieren ihre Existenzen, ihre Lebensgrundlagen und ihre Heimat. Die guten: Wir entscheiden darüber, wie das in der Zukunft aussieht. Die Auswirkungen des Klimawandels sind viel, viel stärker,
in anderen Regionen als bei uns. Die Menschen sind in ihren Existenzen betroffen. Das werden wir auch langfristig nicht unbedingt sein. Die Rechnung für die Kosten, die durch den Klimawandel entstehen, können wir locker im Rahmen unseres Gesamtbudgets, sage ich mal, unseres Bruttoinlandproduktes abdecken. Aber die Auswirkungen, die auch unser Handeln, unser Verhalten global hat, ist dramatisch und muss sich ändern. Rein rechnerisch können wir die großen Mengen an tierischen Produkten, die in westlichen Ländern gegessen werden, nicht für 10 Milliarden Menschen produzieren. Und bevölkerungsstarke Gebiete, wo auch in den nächsten Jahrzehnten ein großer Bevölkerungswachstum stattfinden wird, allen voran China und Indien, sollen ihren Fleischkonsum bis 2050 verdoppeln. Und das können wir ausrechnen. Wir grasen auf einen Super-GAU zu, aber niemand sieht diesen Elephant in the Room. Er ist da, man kann ihn nicht übersehen, aber es wird über Elektroautos und es wird über Solarpaneele gesprochen, was alles wichtig ist. Aber was kann ich als Einzelner machen? Natürlich kann man ein neues Auto kaufen, wenn ich das nötige Geld habe. Aber was ich heute im Supermarkt kaufe, was ich morgen zum Abendessen bestelle und was ich die restlichen Tage bei meiner Familie oder in der Firma esse, das wird mehr als alles andere darüber entscheiden, wie gesund wir in den nächsten Jahrzehnten werden, und es wird einen großen, wenn nicht sogar einen der größten Faktoren auf unsere Umwelt haben. Wie es wärmer werden wird, das kommt sehr auf unsere Maßnahmen drauf an, was wir an Mitigation, an Minderungsmaßnahmen in den nächsten Jahren zustande bringen, und da tickt die Uhr sehr, sehr rasch. Und wenn das Szenario Business as usual eintritt, also wir tun weiter, wir emittieren weiter so wie bisher, was in Österreich in den letzten Jahren passiert ist, dann wird die globale Erwärmung sehr, sehr stark sein, dann wird sie zwischen 4 und 5 Grad liegen, und dann wird sie in Österreich wahrscheinlich noch einmal deutlich darüber liegen. Kann man rechnen mit volkswirtschaftlichen Schäden von über 10 Milliarden pro Jahr. Also da kommt sehr einiges auf uns zu. Lifestyle matters, so I am part of the problem, even if I'm a small part, I am still part of the problem. And therefore, if I'm part of the problem, I can become part of the solution. So I must do what I can on my own. Doesn't matter how small it is, it adds up. And then take collective action, get other people to do the same thing. Talk to them, see if I can get my friends and my neighbors and my colleagues at work to do the same thing. Let's all do this together. Let's all become more careful about what we can reduce our emissions and our carbon footprint. And then at a higher level, we do collective actions to get our leaders to take the right action. You, the leaders, have to make the decisions as we tell you to do, like the kids are saying right now. It will be difficult, there will be problems, but we will find a way through it. We will succeed.